Aufnahme starten. Hallo Leute und willkommen zur Halloween-Folge bei Mr. Angezockt spielt WWE Supercard. Da hätte ich beinahe meinen Text vergessen. Ja, ich gehe gleich auf eine Halloween-Party und darum, tja, bin ich schon mal vorgeschminkt und dachte, ich mache einfach nochmal einen kurzen Stream und ja, kann doch da mal losgehen. Mitten im Kampf bin ich schon und wie legen wir los? Wir gehen erstmal mit dem Schlechtesten. Oh, hätte ich Tag Team machen können. Ich habe zwei Schlechte dabei. Servus Codezeit. Gucken wir mal, wer alles beim spontanen Stream dabei ist. Der Campy ist da. Der Red Kutku mit ganz vielen YouTube-Namen. Evil Paints. Frank Weber, weißt du noch am Sonntag, wo der eine dich Busfahrer genannt hat? Unglaublich, aber wahr. Nee, so war das. Und so war das. Servus, I am Cinex. Tja, genau. Halloween, da soll man doch Angst kriegen. Hey Käsebrot, Servus 1999. Ive. In der nächsten, was? Belohnung gibt's Wains episch. Kann ihn pronen. Ja, ich leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Was machen wir hier? Ich heiße Adia. Und das erste Video heißt, wie auch immer, Schleichwerbung ohne Anfrage gibt's nicht. Und darum, jo, machen wir gleich aber wieder Unben. So, heute habe ich mal wieder den Chat eingeblendet. Cooles Kostüm. Ja, eigentlich wollte ich toter Pirat machen, aber dann ist es doch zu was weiß ich geworden. Ich weiß nicht, ob man meinen schönen Totenkopf sieht. So. Tja, jetzt machen wir aber mal Video. Klar kannst du prohen. Kann ich? Ach, guck mal, ihr wisst besser über meine Karten Bescheid. Stimmt, Roman Reigns war ja Eventkarte. So. Also, wir gucken einfach mal auf, wie ich bei der Road to Glory stehe. Da ist es ja underzockt. Ich würde ja noch mal das Gongen mit einbringen. So, hier haben wir Servus Nido Kuchen. Nido Kuchen? Interessanter Name, noch nie gelesen. Wie lange geht der Stream voraussichtlich? Typo Mystic, er wird nicht lang gehen. Momentan, nämlich gerade, hattest du einen Unfall, ja? Letzte Woche, leider gibt's mich nicht mehr. Juhu, Tempo Boost, ich habe den Bot aber nicht an. Nein, einfach heute Halloween-Folge oder ich muss die Chance des Cosplay Stream ausnutzen. Ja, Twitter können wir mal gehen. Ich mach's schon mal auf, aber jetzt. Nikos Games LP. Auch Servus. So. Wo habt ihr denn den Bonus schon gesehen für nächste Woche? Steht irgendwo. Ach so, da wahrscheinlich war die Antwort wahrscheinlich darum Twitter. Tja, ich bin momentan leider da angekommen, dass ich nur 2-Punkte-Matches machen kann. Aber mit 2 weiteren Matches haben wir. Haben wir. Die epische Karte geholt. Und darum bin ich damit zufrieden, da ich heute Abend, wie gesagt, auf Party gehe. Werde ich heute Abend nicht spielen können. Und tja, das war's mit meinen legendärischen Träumen. Oh, cool, noch eine mystische. Gratulation, Donnatera, das läuft. Warum verliere ich ihn jetzt hier gerade?
Schick doch mal den Tweet. Hat irgendjemand retweetet? Gucken wir mal. Schaffe ich noch ohne Geld? Ja, ist ja noch genug Zeit. Nee, hat niemand retweetet. Muss ich mir selbst mal raussuchen. Ja, aktuell, wie gesagt, mache ich YouTube-Video. Da mache ich ihn gerade nicht aus. Aber es wäre cool, wenn einer mal schnell den Link hat. Mr. Angezockt, bester Mann, den unbanden wir mal. Moin, moin, moin. Wäre cool, wenn einer. Oh, was habe ich denn hier für einen Dreck? Mal den Anmeldebonus kurz an mich retweeten würde. Alex, der Killer, kann ich dich mal besuchen? Du meinst wahrscheinlich nicht bei WWE Supercard. Wo meinst du denn jetzt genau? Wahrscheinlich bei Summoners War. Ah, da steht schon. Wie heißt du denn? War ich nicht schon bei dir? Das ist auch gleich die nächste Frage. 4 zu 3. Wenn jemand an mich retweetet, dann gucken wir gleich mal zusammen rein. So, Härte. Einzelhärte muss ich leider Brock nehmen. Okay, der verliert. Aber sonst läuft mein Tag-Team nicht gut. Ich muss mal die Mütze absetzen, sonst wird es ein bisschen warm, aber so geht's auch. Einzelkraft, schade. Kein Tag-Team. Ich mag Reigns nicht, aber dieses Jahr erste epische Karte, erster US Pro. Ja gut, aber das haben sie halt auch sehr gepusht, dass es bei jedem so ist. Wurde retweetet. Guck mal. Das ist ein Service direkt von euch. Perfekt. Gucken wir mal. Ich zieh's einfach mal rein. So, also legendärer Bray Wyatt, den gab's doch aber auch vor kurzem erst irgendwo. Episch Roman Reigns, weiß ich gar nicht. Tito könnte ich tatsächlich pronten. Ich habe ihn, glaube ich, wegtrainiert, aber okay. Gucken wir uns gleich an. Du bist mein Nachbar, das ist schön. Einfach winken. Und Red. Ah, Red on WWE, danke fürs Follow. Ah, nee, habe ich schon. Aber ich weiß hier gar nicht, ob Mark Henry ich vielleicht pronten könnte. Einzelhärte. Machen wir hier Ultimate Warrior. Nein, ich kenne ihn schon. Ich bin nur gerade konzentriert gewesen. Und darum weiß ich noch nicht mal, was ich gesagt habe. Da ist er, der Elefant. So. Und Diva Tempo. Oh, gewinnen wir sogar. Also leider, wie gesagt, zwei Punkte kämpfen. Wir machen jetzt noch den zweiten oder den letzten Kampf, dass ich die epische hole. Und mal gucken, ob ich dann morgen noch Lust habe, naja, Lust auf jeden Fall, durchzuziehen und zu investieren. Das geht ja sonst nicht. Müsste ich mir sogar Aufladungen kaufen. Ja, John Cena wäre schon cool, hu? Und jetzt Elric will ich nicht spielen. Wir warten mal wieder aufs Netzwerk. Hier 2600 Spiele. Was wir noch gucken können. Ladderbelohnung. Ja, also ich brauche noch 600 Spiele. Das heißt, ich werde bestimmt episch sein, bis ich legendär sein, bis ich da bin. So, gucken wir mal. Geht nicht. Bot ist aus. Nee, Bot ist nicht aus. Bot ist aus, ihr habt recht. So, Tag Team Tempo. Dürfen die zwei Jungs ran. Moin, moin, Flonk. Fünfzehntausender Belohnung, meine Fresse.
Da ist sogar die Frage, ob du nicht hättest warten sollen mit ein paar Spiele bis zur Survivor-Stufe. Aber ruckzuck bist du ja dann wahrscheinlich bei, ich weiß nicht, was gar nicht die nächste Stufe ist. Ja, 42 Zuschauer einfach spontan gestartet. Dankeschön. Musste ich auch ewig still sitzen für mein Make-up. So, was machen wir denn? Nee, wir machen hier einmal die 2. 17.500 Zuschauer, das wär's. Ach, ja, RTG zählt auch, das stimmt. Aber halt, ich glaube nur ein Kampf, gell? Frank. Okay, das ist nur vertippt, genau, du hast schon selbst gesehen. Tag Team, lassen wir die zwei bei Kraft mal ran. Alex der Killer, viel Spaß bei Halloween Party. Ich werde mich auch gleich auf den Weg machen. Einzelkraft Härte. Ja, das sollten wir, denke ich, so gewinnen. Seamus in Episch. Nett, nett. Hätte ich auch gern. Also ich hätte gern einen. Ja, der Donatera, der hat sich wieder reingedrängelt. Man kann ja nicht immer sagen, weißt du was, du Kronk, du bist nicht eingeladen. Da ist er wieder beleidigt und heult rum und darum. Mal gucken. Danke, danke. So. Ha, am Arsch. Danke, danke. Und dein Name ist echt klasse. Hier hätte ich vielleicht boosten können. Nee, brauchen wir nicht. Naja, es sind ja halt auch nur die 2-Punkte-Kämpfe, die ich da mache. Und, also nicht nur mein, auch mein Kostüm ist geil. Daniel Bryan US gezogen, gleich noch Reigns Epic Pro machen, dann auf Legendär-Tier hoffen. Ja, ich drücke dir die Daumen und dann, wenn du Legendär bist, kannst du gern nochmal sagen, was du gezogen hast. Wie gesagt, ich habe nur ultra selten gezogen und da steht die Hexe direkt neben mir. Willst du mal kommen? Ja, sie schämt sich wieder. So, da ist er, unser epischer Kane. Und ich hoffe jetzt einfach, vielleicht ziehen wir noch irgendwas direkt hinterher. Bei ultra selten habe ich auch eine ultra seltene gezogen und darum will ich mit der letzten Karte eine epische. Ups, was habe ich angeklickt? Nein, eine gewöhnliche. Aber hier haben wir Kane. Und Servus Shine MC, ja, komm, du kannst dich schon trauen. Du bist schon groß. Das ist doch egal. Und da ist meine Halloween-Party-Begleitung. Da musst du hingucken, mit dem Kopf in die andere Richtung. Da ist sie als Hexe. Du musst näher ran, sonst sieht man dich nicht. Sag mal Hallo YouTube. Nö. Dann verhext dich wieder. So, tja, wir gehen nämlich gleich los. Tja, Sina, da machen wir uns ran, aber wir passen erstmal das Deck an und müssen erstmal das Kostüm. Also ich hoffe, du meinst jetzt mein Kostüm, aber eigentlich ist es nur Pirat. Es war mal mein Jack Sparrow-Kostüm. Und jo. So, aber jetzt das Einzige, was wir noch machen, ist die Karte trainieren. Meine Karten. Episch. Und wo ist der Kane? Da, ich steck erstmal alles Gewöhnliche wieder rein. Ja, aber der war gut, Flonk. Da musste ich sogar mal ernsthaft drüber lachen. Ja, heute läuft so ohne Make-up rum. Nee, sie ist die dunkle Hexe. So, was haben wir denn da alles für einen Dreck? So. Klein Moment, klein Moment, Twitter. Ich mache gerade wie noch Video. Besonders selten. Mal gucken wir mal.
Hier, The Miss, ach, der Seamus kann weg. Ah, den Tito habe ich noch. Mein Team ist leider schon voll. Okay, dann packen wir auch noch einen Miss rein. Oh nein. Guck mal, was ich da für besondere, seltene Boosts noch habe. Die können mal alle weg. Und dann sollten wir doch schon auf einem ordentlichen Level sein. Mindestens mal 18. Okay. Token bestätigen. Vielleicht habe ich noch ein paar seltene Karten. Und ein Lock kriegt er auch noch. Mal gucken. Also wird mein Deck jetzt groß nicht verbessern. Deck automatisch füllen. So wäre momentan mein bestmögliches Deck. Ja, Kane kann noch natürlich eine Stufe und ein bisschen Playlevel kriegen. Und das war's mit dem spontanen Halloween-Video. Der Stream wird noch ein klein bisschen weitergehen. Darum sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, Leute.